Weißt du, der läuft hier irgendwo. Der ist hier irgendwo. Oh. Oh. Fuck it! Fuck it! Oh, der hat die Kamera, glaube ich, kaputt gemacht. Kollege, du weißt schon, dass die teuer ist. Das musst du jetzt übernehmen, ne? Von den Kosten her. Ich weiß nicht, ob das deine Versicherung macht. Oder ist er die ganze Zeit... Ich habe jetzt auf jeden Fall... Ich weiß, wo das Treppenhaus ist. Habe ich, glaube ich, ganz kurz gesehen. Konnte ich eben kurz einen Blick drauf werfen. Ich glaube, da läuft er die ganze Zeit immer hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Da versammel ich mich direkt schon. Scheiße. Warum ist hier eigentlich schon wieder das Klo offen? Ah. Lecker. Jetzt guckt die Kamera da. Ich muss warten, bis sie nach links guckt. Oh, die ist drecksvieh, ne? Kannst du nicht einfach mal einen blöden Urlaub buchen oder sowas und abhauen? Wirklich. Da, ich habe doch seinen roten Augen, sein rotes Augenlicht gesehen. Hallo? Na? Sind sie auch wieder hier? Ja, der gute Delson, ne? Der gute Delson. Mann, Mann. Ja, ja. So ist das eben halt, ne? Gut, wir müssen noch mal ganz kurz... Dass die Kamera bei dem auch nicht ausschlägt, ne? So, ganz kurz. Warte. Jetzt gehen wir nach oben. Der weiß natürlich direkt, wie wir da, wo wir hinwollen. Ist ja völlig klar, hier hat er eine Tür rausgerissen. Wo sind wir denn? Warum verfolgt er uns hier? So, ich gehe in die Kiste. Hilfe. Den Schlüssel sieht man nicht, wie er ihn in der Hand hält, okay. Man sieht das, weil wir... Aha, eine Tasse, super. Erstmal hier... Oh, erstmal ein Käffchen hier im Kasten trinken. Man muss sich ja auch mal eine Auszeit gönnen, ne? Oh, das ist so widerlich, wie er ihn die ganze Zeit verfolgt, ey. So richtig penetrant, der Typ. Geht's noch lauter, hier schlafen Leute. Spacken. Man kann auch schleichen. Das ist ein Arschloch hier, der einfach... Weißt du, der weiß ganz genau, dass hier auch noch andere Leute sind, die einfach mal abends schlafen wollen, weißt du? Und der läuft dann da durch die Gegend. Unfreundlich, wirklich einfach unfreundlich. Es geht gar nicht. Ja, Feuerzeug habe ich auch noch. Hier, dann kann ich hier wieder... Ich trage hier nur gerade ein bisschen zur Atmosphäre bei, deswegen nicht wundern. Ach ja. Ich glaube, der ist weg, ne? Mann, der reißt hier überall die Tür raus, Mann! Wer soll das denn bezahlen? So kriege ich jetzt einfach mal so ganz stumpf über den Boden. Was ist das hier? So eine Schwimminsel? Oh, fuck. Oh, scheiße. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Oh, dieses Mistvieh, ne? Wirklich. Penetrantes Arschloch. Kann ich nicht einfach hier runter? Ach, guck mal, hier geht's auch noch nach unten.
Die müssen mir sicherlich aufblasen. Boah, Entschuldigung, da habe ich kurz aufgestoßen. Entschuldigung. Die müssen mir sicherlich aufblasen. Haben wir eine Luftpumpe oder sowas? Kann man das Vieh nicht irgendwie in eine Falle tappen lassen oder sowas? Oder wenn man das einfach ins... Oh, wenn man das Vieh einfach mal ins Meer schubsen würde. Alter. Das wär's. Einfach ins Meer schubsen, dann ist es Geschichte. Ist ja quasi aus Lava, dann müsste das ja eigentlich direkt schön abkühlen und steif werden. Guck mal, hier geht sogar noch mal ein Stückchen nach oben. Geht's hier vielleicht auf die Brücke? Rotes Licht. So, ich mache hier einfach mal Türchen auf. Ich hoffe, dass Kollege Schnürschuh hier gleich nicht vorbeikommt. So, hier ist ein Tisch, da können wir uns drunter verstecken. Überall Geräte. Funktioniert das Schiff denn gar nicht mehr? So, ich nehme mal kurz eine Kaffeetasse mit. Nein, unser Feuerzeug ist leer. Super. Kann ich direkt wegwerfen hier. Aber wir haben ja noch die Taschenschlampe, ne? Es ist immer sehr wichtig, eine Taschenschlampe dabei zu haben. Gerade wenn du mal irgendwie feiern gehst oder so und dann gerade mal keine Freundin oder keine Begleitperson dabei hast, dann ist eine Taschenschlampe immer perfekt. Die perfekte Lösung für alles. So, wir sind ja also quasi so gerade auf der Brückenetage. Das ist eine gesunde Regelblutung? Das sehe ich sofort. So, was ist denn hier? Oh, Tür zu. Hier ist ein schöner Heizkörper. Ja, ja. So ein Flashlight. Flasht mich jetzt nicht so unbedingt. Hier ist wieder eine Tasse. Nimm mit. Warum nicht? Hier sind, ja, wieder Schubladen, in denen nichts drin ist. Ach, was ist das denn? Hallo, ich wollte das... Was ist das denn? Duct Tape. Wuhu. Voll geil. Wir haben Duct Tape gefunden. Ich habe ja schon mal das eine oder andere Video dazu gesehen zum Spiel. Und ich war der Meinung, mit dem Duct Tape, kann man dann vielleicht irgendwie so Löcher bei diesen komischen, bei der Schwimminsel zumachen. Was ist das denn jetzt? Ah, cool, ich kann den Stuhl wegnehmen. Ist ja auch geil. Das wusste ich nicht. So, mit dem Duct Tape in der Hand gehen wir entschlossen weiter. Nehmen wir mal wieder hier die Taschenlampe in die Hand. So. Ah, wir sind wieder auf der Brücke. Alles klar. Okay. Ist jetzt ja nicht so nötig. Ist das hier die Kabine des Captains? Ich weiß es nicht. Natürlich ohne Bett. Oh, scheiß Treppenhäuser wieder. Wenn wir jetzt eine Etage runtergehen, dann... Nee. Ich bin hier nicht. Der kommt auch direkt wieder angescheißert, weißt du? Da, guck mal, guck mal, guck mal, meine ich. Du bist, sobald ich auf die Treppe hier aufgehe, hörst du direkt die... Kommt er mal angerannt. Schon wieder. Ach, hier geht's nach draußen. Badezimmer. Na cool, hier können wir uns hinter den Vorhängen verstecken. Was ist das denn? Das kann ich nicht mitnehmen, fuck. Scheiße, ich glaube, der kommt. Mach den Vorhang zu. Ich probiere hier gerade was an. Der kommt rein. Der kommt 100% rein. Ich kann mich hier nicht hinhocken. Ich kann hier nur stehen bleiben. Ich mach mal Schattenspiele. Ach, Taschenlampe geht doch. Aber ich kann hier nicht den Vorhang anleuchten. Sonst hätte ich jetzt so Schattenspiele gemacht, weißt du, so Fuchs und so. Weißt du, so ein bisschen Unterhaltung für den Typen. Hallo. Ich bin gerade am Überlegen. Was könnten wir denn mal wegwerfen? Also wir haben den Schlüssel und das sind so irgendwie komische Gastanks.
Ich weiß auch nicht, was jetzt. Ich glaube, es gab einmal ein U-Boot, es gab den Helikopter und die Schwimminsel. Also quasi drei Sachen, genauso wie drei Monster. Und ich weiß jetzt nicht, was für was ist. Weil ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, das. Also das Benzin ist für den Helikopter. Der Schlüssel ist, glaube ich, auch für den Helikopter. Dieser Gastank hier oder was das ist, glaube ich, für. Ja, guck mal, hier ist auch ein Helikopter drauf. Auf dem Schlüssel. Oh, jetzt kommt da, jetzt will er es wissen. Jetzt will er es wissen, liebe Freunde. Huch, habe ich gerade meine. Habe ich die Taschenlampe gerade hin? Wo ist die Taschenlampe? Ach, da! Ich habe die aus Versehen abgelegt. Huch! Duct Tape war jetzt für. Also, wir haben. Ich würde sagen. Weil ich wette, die Schwimminsel ist am einfachsten. Da wette ich zu 100% mit euch. Die sieht auch schon irgendwie so einfach aus, glaube ich. Das ist einfach zu finden. Ist klein. Ich glaube, die brauchst du ja nur zumachen, aufpumpen und dann, weiß ich nicht, irgendwie runterlassen. Einfach, dann brauchst du eigentlich nur runterschmeißen und dann ins Wasser rein. Zack, weg bist du. Eigentlich. Die Dinger kann ich ja nicht ablegen. Wenn er die wirft, das macht ja wieder Krach. Ich mache jetzt einfach mal. Warte mal, wenn ich jetzt. Nein! Das sollst du behalten, du Idiot. Trottel. Ich glaube, hier werden jetzt ein bisschen mehr weggeworfen. Das nehme ich schon mal mit. Irgendwas habe ich gerade noch weggeworfen. Was? Den Schlüssel. Alter. Flashlight. Flashlight. Ansonsten ist hier nichts. Sind auch gar keine Kloletten. Kloletten. Kennst du schon Kloletten? Keine Toiletten. Das sind hier irgendwelche, tatsächlich irgendwelche Umkleidekabinen. Ich kann nicht richtig reden. Hallo. Oh. Gesunde Regelblutung, wie schon gesagt. Hier geht es sicherlich nach draußen. Hier sind wir eben reingegangen. Guck mal, hier waren wir noch nicht dran gewesen. So, hier sind ein paar Betten. Hier ist ein Heizkörper. Hier liegt alles mögliche auf dem Boden rum. Aber nichts wirklich Nützliches, glaube ich. Nee. Können wir nicht direkt wieder rausgehen. Oder ich mache einfach die Tür zu und bleib hier. Das geht auch. So, einmal in die Ecke setzen. Tschüss. Bin ich da. Ich trinke mal ganz kurz was. Entschuldigung, ne? Das. Ich muss ja auch irgendwie wach bleiben, Alter. Entschuldigung. Na gut, dass er das nicht gehört hat. Oh, oh Gottes Willen. Oh. Nein, häng noch nicht wieder fest. Rauf doch. Lauf. Häng noch nicht immer fest, du blödes Arsch. Gesicht. Dingsbums. Ha. Hua. Ha. Hua. Ha. Hua. Hier runter, geh runter. Oh. Teletubbies sagen Winke-Winke! Oh! Alter Finney! Ich dachte wirklich, ich bin tot, Alter. Dass ich das noch hier unterm Tisch ge. Ich hab noch. Ich hatte noch Erinnerung, dass da noch ein Tisch war. Dass man sich da hinhocken konnte. Das war richtig knapp gewesen. Ich dachte wirklich, jetzt war's das. Und es ist gar nicht mal so eine schlechte Runde, finde ich, bis jetzt. Weil wir haben eigentlich ordentlich was gefunden. Herzattacke. Das war jetzt auch das erste Mal, dass er uns richtig gesehen hat.
Beim ersten Mal hat er ja nur so einen Verdacht gehabt und jetzt hat er uns wirklich mal richtig gesehen. Jetzt weiß er, dass wir zu 100% da sind. Oh, Alter, Digga. Junge, ich geh gleich Hose wechseln, wirklich, das, Alter. Das ist zu viel für... Oh nee, da steht er ja noch. Nee. Bisschen Mobbing muss ja auch mal sein, ein bisschen... Gibt's noch irgendwas hier? Komm, ich will ihn mal ein bisschen ärgern. Ich will's gerade mal. Können wir nicht einfach hier den Mund einmal so mit Duct Tape zumachen? Geht das? Das wäre cool. Jetzt campt er da die ganze Zeit. Katzenwache oder was? Na, wenn er meint. Dann gehe ich hier lang. Meine Stimme ist gerade irgendwie so. Achso, da kann ich nicht. Ach, das ist der gar. Ach so, ich dachte. Ich denke, der steht da und guckt da gerade hin. Das sind nur diese blöden roten Lichter, aber. Müsste das auf der anderen Seite dann nicht grün sein? Das ist doch mal grün und rot gewesen. Boah, Entschuldigung. Meine Stimme ist gerade so ganz komisch. Jetzt bin ich total durch den Wind. Aber ich höre ihn doch schon wieder. Ich höre ihn doch schon wieder, wie hier lang läuft. Schnauze! Hallo? Ha! Hi! Boah, Alter, der hat echt Mundgeruch, der Junge. Boah, Junge, kauf dir mal ein bisschen Zahnpasta und Zahnbürste. Mann, Mann, Mann. Schade, ja. Das wäre dann die erste Runde Monstrum gewesen, ne? Ich stimme. Ja, war eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen. Wir waren gar nicht mal so schlecht ausgerüstet fürs erste Mal. Ich glaube für... Ich glaube tatsächlich für das Schlauchboot. Also wir hatten Duct Tape gehabt. Uns fehlte, glaube ich, die Luftpumpe. Und ich glaube, irgend so ein Seil zum Runterlassen fehlt uns da irgendwie. Wenn ich mich ganz zurecht erinnere. Zurückerinnere. Entschuldigung, es ist sehr spät. Ich glaube, fürs U-Boot hatten wir diese Gastanks. Wobei, Helikopter. Helikopter war mir, glaube ich, bis jetzt am meisten am Start oder am besten am Start gewesen. Da hat uns, glaube ich, gar nicht mal so viel gefehlt. Ich glaube, der Boltcutter, also der Bolzenschneider. Boah, Entschuldigung, wenn meine Stimme sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhört. Das ist gerade irgendwie, seitdem ich eben gerade was getrunken habe. Boltcutter, Benzin hatten wir. Den Schlüssel hatten wir. Ich glaube, das war's sogar schon. Ich glaube, uns hätte echt nur noch der Boltcutter gefehlt. Na gut, Leute, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal und schreibt doch jetzt mal bitte ruhig in die Kommentare so ein paar Challenges, was man vielleicht beim nächsten Mal machen könnte. Also ich glaube, ich werde erstmal nur versuchen, irgendwie einmal abzuhauen und dann werde ich wahrscheinlich so ein paar Challenges machen. Am besten einfach mal Hashtag TobiToastMonstrum, ne? In die Kommentare und dann eure Challenge dahinter. Das wäre echt mega geil. Gut, okay, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Tobi. Tschüss.